Wir haben jetzt hier ein B&W ASW 300 mit einem 20er Tieftöner, ein 19 mm Gehäuse, 25 mm MDF ist die Front, dick, Bassreflex, 5 cm Rohr, ich glaube 22 oder 22,5 cm lang, 5 Durchmesser. Das Ding, der Subwoofer steht auf ungefähr ein Viertel seiner Lautstärke. Ich habe hier wieder meinen Test vorbereitet mit dem Wässerchen, die 10 ml Wasser, die ich da oben drauf gebe. Und natürlich auch unseren Frequenzgangtest. Woofertest mit 20 Hertz fangen wir an. Das, was wir jetzt hören, ist auf jeden Fall nur vom Bassreflexrohr. Das sind die Strömungsgeräusche, obwohl es so tennisballförmig, golfballförmig gestaltet ist, dieses Rohr, ist es trotzdem zu hören. Das hören Sie bei Musik nicht. Da sind die Satelliten, also der linke und der rechte Kanal für die hohen Mitteltöne, auf jeden Fall lauter als dieses Geräusch, was Sie jetzt vom Bassreflexrohr hören. Aber, ne, der Woofer hat ein 3 cm Magnetfeld, also recht viel, und hier unten drunter hat er das Bassreflexrohr, was dafür sorgt, dass wir dieses Strömungsgeräusch jetzt hören. Das Gehäuse ist genauso wie beim NSD. Ein bisschen wackelt. Wir wollen nicht zu sehr malträtieren, irgendwann wird die Schwingspule mal heiß. Deswegen machen wir das mal mit 30 Hertz. Strömungsgeräusche auch hier ein bisschen zu hören. Aber er ist sehr gut. Wenig Hub eigentlich für 30 Hertz. 40 Hertz. Eine kleine Kiste geht ja ordentlich. Das hat ein Nowatt AW443 nicht geschafft im Schalldruck. Was das kleine Teil hier macht. Und die 50 Hertz noch. Die ist wieder deutlich leiser. Deutlich leiser. Gehäuse ganz ruhig. Nichts mehr festzustellen. Keine Luftgeräusche, keine Membranbewegung. Großartig. Na komm. Perfektes kleines Kistchen eigentlich. Außenmaße sind, glaube ich, 33 ist das Kantenmaß. Und durch diese Plastikfüße drunter kommt er 4 cm höher. Schönes Teil.